Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 18.154 US-Dollar. Der gestrige Tag war wirklich ein Absoluter Augenschmaus, endlich mal wieder einen schönen grünen Tag zu sehen. Was heute wichtig wird, es kommen die Inflationszahlen raus. Warum es jetzt diesen Pump gab und vor allem, was wir jetzt erwarten können für Bitcoin, das ist jetzt unbedingt wichtig. Deshalb gerne dranbleiben bis zum Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Alright, gut. Also, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du hier auch kostenlos gerne diesen Kanal abonnierst, damit du hier einfach nichts mehr verpasst. Es gibt sehr, sehr viel Content. Heute um 14 Uhr bin ich für dich wieder live genau auf diesem Kanal. Deshalb schau da gerne rein. Wir schauen uns gemeinsam die Inflationsdaten an. Aber dazu dann einfach nochmal mehr im Ende dieses Videos. Gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den Bitcoin-Preis ganz genau an und schauen uns jetzt erstmal an, was denn jetzt hier überhaupt passiert ist. Und zwar, wir hatten uns ja gestern nochmal eine Widerstandslinie von 17.500 Dollar circa hier eingezeichnet. Das war hier an dieser Stelle einmal nochmal dieser kleine Wicke gewesen und unsere Vector Candle, die ja hier immer noch offen war. Ja, das heißt, hier haben wir noch nicht hingetradet, sind dann aber mit dem gestrigen Tag genau hier nochmal rangelaufen und haben dann diese Vector Candle, die Bear, war abgeholt und wurden dann erstmal wieder step by step abverkauft. In diesem Bereich hatten wir dann auch einen kleinen Short Skype Trade aufgemacht. Das Ganze habe ich dann auch noch mal in meiner Telegram-Gruppe gepostet und auch auf den jeweiligen Short-Videos auf YouTube. Also da solltet ihr wirklich deshalb ja, gerne den Kanal abonnieren, dass ihr hier nichts mehr verpasst und auch hier solche Möglichkeiten kurzfristig auch mitnehmen könnt. Jetzt ist es so, wir sind natürlich jetzt, wie ihr ganz gut sehen könnt, massiv nach oben hin ausgebrochen mit 1, 2, 3. Grünen Vektor-Candle auf dem 4-Stunden-Chart. Meiner Meinung nach ein totaler FOMO-Move jetzt kurz vor unseren Inflationszahlen. Jeder denkt, die Inflationszahlen fallen dann wieder besser aus und wir ähm, haben dann Angst, irgendwie was zu verpassen. Gehen jetzt rein in den Markt und jeder kleinste Wick nach unten wird sofort, aber wirklich instant auf den kleineren Timeframes wieder aufgekauft. Und jetzt ist es so, dass wir sogar über unseren wichtigen Widerstand, den ich noch gar nicht eingezeichnet habe, weil ich damit nicht gerechnet hatte, dass wir jetzt hier wieder nach oben kommen, beziehungsweise so schnell jetzt vor unseren Inflationszahlen nach oben kommen. Und unser Widerstand, den wir dann hier hatten, hier oben bei 18.062 US-Dollar, da sind wir einfach durch wie Butter. Und jetzt wird, wird es nämlich interessant werden und spannend sein, denn du siehst jetzt hier auch nochmal ganz schön, ja, wir hatten jetzt hier wieder so einen kleinen Wick und fast hier sogar wieder den Retest auf diesen wichtigen Hoch. Und wir sehen, dass wir jetzt zwar dieses Hoch hier oben noch nicht rausgenommen haben, aber ja, da fehlte nicht mehr viel. Da fehlten vielleicht, was dürften es gewesen sein, hier von 90 auf 95, ja, für knappe 5, 6 Dollar. Dann hätten wir auch dieses Hoch rausgenommen und dann wären wir schon bei unseren wichtigen 18.500 US-Dollar gewesen. Auch auf unserem Tageschart schauen wir uns das Ganze auch nochmal an. Den haben wir uns schon seit einer Woche so eingezeichnet. Letzte Woche, nämlich am Donnerstag, habe ich das Ganze im Webinar eingezeichnet, wie ich denn jetzt hier den Bitcoin-Verlauf sehe, bis zu unseren Inflationszahlen und bis zu unserem Zinsentscheid. Das schauen wir uns auch nochmal gleich an. Gehen wir kurz rein in die kleineren Timeframes, schauen uns das Ganze auf dem 1-Stunden-Chart an und da werde ich dir dann auch erklären, warum ich das ganze dann hier getradet habe und zwar siehst du das ganze hier dann noch mal auf dem stunden chart wirklich wunderbar wir hatten dann gestern hier eine short position aufgemacht an dieser stelle und hatten dann hier so einen kleinen skype trade gewagt wir hatten nicht nur ganz unser technisches preisziel erreicht aber genau in diesem bereich habe ich dann auch auf der telegram gruppe euch ganz genau gesagt leute lieber hier mal profite nehmen sicher ist sicher ich zeige euch das ganze jetzt hier einfach auch noch mal und hier siehst du das ganze das war genau hier in dieser Zone, ja, perfekt Profite realisiert, auch hier habe ich es nochmal reingeschrieben, alle Infos, ja, Profite ziehen wegen unserem 50er EMA auf dem 1-Stunden-Chart, das war hier um 16.54 und genau hier, um genau mit dieser Candle hier unten hattet ihr die Möglichkeit, hier Profite zu realisieren und das sind dann einfach die Möglichkeiten, die ihr nicht verpassen solltet, deshalb kommt gerne rein in die kostenlose Telegram-Gruppe, es sind noch 10.560 Leute hier mit am Start. Also, das heißt, wir hatten dann hier eine kleine Konsolidierungsphase, ja, sind dann hier ein bisschen nach unten gefallen, hatten das technische Preis sie nicht erreicht, aber genau das, ja, jeder kleinste Move nach unten wird instant aufgekauft. 50er EMA aufgekauft, 50er EMA aufgekauft, sind dann nach oben hindurchgebrochen, hatten unsere wichtigen 17.500 Dollar nach oben hindurchbrochen und es sind dann hier fast mit einem perfekten Retest wieder weiter nach oben gepusht und dann kam hier kurz vor unserem Daily Close, wer hätte es gedacht, ja, wieder hier so eine krasse Candle hier oben rein, Verkaufsdruck. Er hat überhaupt nicht stattgefunden und es wurden hier massiv Leute rausliquidiert. Ja, es wurden hier wirklich massiv Leute aus den Stop-Positionen rausliquidiert und deshalb gab es auf einmal diesen explosiven Move, weil natürlich sehr viele Leute jetzt nicht davon ausgingen, dass wir jetzt hier so einen Move kurz vor unseren Inflationszahlen sehen. Aber und da müsst ihr wirklich sehr stark aufpassen, wir hatten sowas schon mal und zwar zweimal. Wenn wir uns das nämlich angucken, hatten wir eine selbe Bewegung einmal hier. Das war kurz vor unserem FED-Zinsentscheid, da hatten wir auch so einen explosiven Move, hatten uns dann hier sehr stark nach oben bewegt, dann kamen die Zahlen raus und wir wurden abverkauft. Das gleiche war auch hier oben schon mal in der Vergangenheit und zwar bei diesem Move, wenn ihr euch nochmal dran erinnern könnt. Und zwar war das hier am 9. September und genau dasselbe war dann hier. Wir sind dann auch nach oben hin ausgebrochen, sind dann bis zu unseren Inflationszahlen massiv nach oben gepumpt, um dann hier wieder massiv nach nach unten abverkauft zu werden, weil die Inflationszahlen dann doch nicht so gut waren wie angenommen. Also deshalb wirklich sehr, sehr vorsichtig sein heute. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn die Prognose dann heute nicht getroffen wird und zum Beispiel dann auch schlechter ist als die Prognose und wir nicht besser sind als unsere Prognose, was jetzt die Inflationszahlen angeht, dann werden wir bei Bitcoin höchstwahrscheinlich hier wieder sowas sehen. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Deshalb denkt daran, sollte es natürlich sein, dass wir besser als die Prognose sind, dann wird das ganze Ding hier nochmal weiter nach oben pushen und sogar auf dem 4-Stunden-Chart Richtung unseres 800er EMAs laufen? Ja, du hast richtig gehört. 800er EMA ist dann das nächste Ziel für die Vorbereitung darauf, falls wir wirklich dann hier einen Pump sehen sollten, falls die Inflationszahlen besser sind als unsere Prognose. Gehe ich davon aus, dass wir Richtung 19.000, 20.000 US-Dollar an dem heutigen Tag gehen könnten, wenn die Inflationszahlen besser sind. Dann schauen wir uns das Ganze noch auf dem 15. Minuten Chart an ja, für die Daytrader unter euch, aber wie du hier auch erstmal ganz gut sehen kannst, unser Daily Open Bockstark. Ja, man muss echt sagen, Daily Open hat hier angefangen, die Asiaten kommen wieder rein, zack, machen den Kurs nochmal einen Step weiter nach unten, tageshoch heute bei 18.383 US-Dollar. Das ist jetzt für uns erstmal kurzfristig noch bis zu den Inflationszahlen gesehen. Massiver Widerstand. Ihr seht es dann auch nochmal hier ganz gut, man kann sich sogar hier eine Linie einzeichnen. Ja, hier haben wir es die ganze Zeit auf den kleineren Timeframes nicht geschafft. Hier drüber zu kommen, dass wir nochmal das Daily Open antesten, halte ich durchaus für wahrscheinlich. Und passt auf, immer so ein, zwei Minuten kurz vor unseren Inflationszahlen kommt dann hier Volatilität rein, um möglicherweise nochmal Leute aus ihren Positionen rauszukillen, um dann genau die Gegenbewegung zu machen. Deshalb da immer sehr vorsichtig sein. Eine Minute, zwei Minuten vor den Inflationszahlen erwarte ich dann heute auch nochmal sehr starke Volatilität. Sonst 15-Minuten-Chart, Daily Open natürlich sehr, sehr starker Support. Da kommt auch nochmal unser 50er EMA rein, aber Ihr seht schon, Vector Candle, Vector Candle, Vector Candle, massives Kaufinteresse, hier auch massives Kaufinteresse und auch hier unten, wenn wir unseren Unsere, unser Volumen mal anschauen, ja, dann seht ihr auch, dass hier gestern mit dem Move massives Volumen reingekommen ist. Wir haben so ein Volumen nicht mehr gesehen seit hier unseren Anstieg kurz vor unserem Zinsentscheid, ja. So ein krasses Volumen hatten wir das letzte Mal nur kurz vor unserem Fett-Zinsentscheid und jetzt haben wir dasselbe Volumen wieder, allerdings wirklich hier massiv. Ja, schaut euch das mal an. Wir haben hier mehrere 15-Minuten-Kerzen, die hier massiv nach oben gepumpt sind auch auf dem 1-Stunden-Chart und selbst auf dem 4-Stunden-Chart, seht ihr das auch noch mal ganz gut, haben wir einfach hier ein größeres Volumen. Das ist schon fast zu vergleichen hier mit dem Anstieg des Volumens, was wir hier unten bei diesem einem anderen Bärenmarkt, anderen Bärenmarkt, würde ich schon sagen, bei dem Tief, bei dem neuen Tief unseres Bärenmarkts hier gehabt haben. Also, ihr seht schon, ja, und auch hier 1, 2, 3, 4-Stunden-Kerzen, massives Kaufvolumen hier reingekriegt und jetzt kommt hier ein bisschen Verkaufsvolumen rein, aber auch schon wieder. Ja, gedeckelt, eigentlich fast 50-50 mit unserem Verkaufsvolumen und Kaufvolumen. Also auch hier wird die Sache dann nochmal interessant werden. Wir gehen nochmal kurz zurück im 15-Minuten-Chart. Also beachtet das auf jeden Fall. Sollten die Inflationszahlen schlechter sein als gedacht und schlechter als die Prognose, rechnet damit, dass dieser komplette Move wieder abgebaut wird und wir höchstwahrscheinlich hier unten wieder reinkommen. Ja, damit müsst ihr rechnen. Sollten sie besser sein als die Prognose, dann mit einem weiteren Pump Richtung 19 bis 20. 1000 US-Dollar nach oben. Wir schauen uns auf dem 4 Stunden Chart noch mal unseren RSI an, weil der ist natürlich jetzt auch sehr wichtig und wie du hier ganz gut sehen kannst, sind wir in einen absolut überkauften Bereich. Deshalb da müsst ihr wirklich jetzt absolut aufpassen. Wenn man immer in so einen überkauften Bereich reingekommen ist, ja, das letzte Mal wer es gedacht, war unser Fed-Zinsentscheid hat mir genau dasselbe Szenario. Hier sind wir jetzt auch genau auf dem gleichen Level. Müssen wir davon ausgehen, dass wir mal kurzfristig gesehen noch mal eine kleinere Korrekturphase ja, und eine Abkühlung des RSI's dann hier erwarten können und somit dann auch bei unserem Bitcoin-Preis. Deshalb nicht rein Fomon, Ja, ich weiß, das ist sehr sehr schwer, aber das ist jetzt hier ein parabolischer Anstieg hier jetzt gewesen. Der uns durchaus nochmal auf 20k bringen könnte. Aber dann gehe ich erstmal davon aus, dass wir hier nochmal eine Korrektur sehen, wieder möglicherweise runter auf 19.000, 18 18.000 Dollar. Das ist so meine Prognose, wo die Reise hingehen könnte. Und deshalb schauen wir uns das jetzt hier mal auf unserem Tageschart an. Tageschart, auch hier ganz wichtig, habe ich euch das eingezeichnet, wovon ich ausgehe. Was Bitcoin macht, genau das ist jetzt im Moment eingetroffen, sogar ein bisschen früher ja, mit unseren Inflationszahlen, die heute noch reinkommen, können wir sogar noch mal höher steigen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir in diesem Bereich dann einfach hier erstmal bleiben bis zum 1. Februar, ja, bis zu unserem FED-Zinsentscheid. Wenn wir das dann hier halten können, ja, dann wird es spannend, was die FED macht. Wenn die FED um 0,5% erhöht, wird es wieder bei den traditionellen Märkten nach unten gehen und somit auch bei unserem Bitcoin-Preis. Aber das ist weiterhin meine Prognose und sie ist wirklich perfekt noch intakt. Ja, und deshalb gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr darüber freuen, dass du hier einfach nichts mehr verpasst. Jetzt machen wir uns nämlich hier nochmal den VPVR an und genau das will ich mit euch jetzt hier nochmal durchsprechen. Wir sind jetzt genau in unserer Minus-Distribution und Einmal hier hoch Richtung unseres FTX-Crashes fehlen nur noch in Anführungszeichen 2200 Dollar, also 12%. Dann ist unser FTX-Crash wieder komplett abgebaut. Das habe ich auch vor diesen ein, zwei Monaten gesagt, wo das passiert ist. Das ist ein newsbedingtes Ereignis. Klar, das war nicht schön, aber diese newsbedingten Ereignisse werden früher oder später immer relativ zeitnah wieder abgebaut. Klar, das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil wir auch in einem Bärenmarkt sind. Aber ich sehe jetzt auch im Moment keinen Grund, warum Bitcoin auf 10.000 Dollar marschieren sollte. Ja, und das, das habe ich auch im Livestream immer schon wieder erwähnt. Vielleicht erinnerst du dich auch dran. Ja. Es gibt für mich im Moment keinen Grund, warum Bitcoin hier auf 10.000 Dollar marschieren sollte. Das habe ich aber auch schon in dem Bereich hier gesagt. Das habe ich hier unten auch schon gesagt. Ich habe gesagt, solange uns unsere Bullen uns über diesem Level hier halten, was sich im Moment erstreckt von 16.200 bis zu unserem Bärenmarkt Tief von 15.000. 1.400 Dollar gibt es für mich überhaupt keinen Grund, dass Bitcoin jetzt auf 12, 10, 9.000 Dollar abstürzen würde. Dafür müssten wir einen absoluten Crash in den traditionellen Märkten sehen und das sehe ich im Moment stand jetzt auch nicht. Ja. oder wir müssen eine Eskalation oder wieder ein anderes außerzyklisches Ereignis sehen. Allein nur charttechnisch, ja, nur durch Wirtschaftsdaten jetzt verursacht, sehe ich Bitcoin nicht runterfallen unter 15.500 US-Dollar. Schreibt gerne mal deine Meinung unten rein in die Kommentare, würde mich da wirklich sehr interessieren. Dann gehen wir rein, schauen uns das Ganze noch mal beim Nestec an. Nestec hier auch wunderbar und jetzt guckt euch an, was der Nestec hier macht. Der Nestec könnte hier wunderschön ein wunderbares W-Pattern hier formen. Also auch hier sieht man das nochmal wunderbar. Ja, wunderschöner, doppelter Boden und das muss er jetzt schaffen. Wenn wir es dann auch schaffen sollten, über 12.000 Dollar wieder drüber zu kommen, gehe ich davon aus, dass wir den Boden bei unseren traditionellen Märkten gesehen haben und wir dann früher oder später jetzt hier in Q2, das kann jetzt nämlich noch mal ein, zwei Monate durchaus dauern, bis wir hier oben reinkommen. Aber sollten wir es schaffen, gehe ich davon aus, dass wir in Q2 Richtung 14.000 und Q3 dann sogar Richtung 15.000 Dollar. Hier wieder nach oben marschieren und das somit unsere Korrekturphase war, meine Meinung. Schreibt gerne mal unten rein, was ihr denkt. Wie gesagt, wir sind weiterhin vorsichtig. Heute gibt es dann noch mal ein Update und zwar um 14 Uhr der Livestream. Wir schauen uns noch kurz die Liquidations an. Bei Bitcoin wurden dann natürlich massiv Short-Positionen rausliquidiert. Du siehst es hier in dieser Zone und zwar knappe 30 Millionen Dollar hier in 30 Minuten, dann hier noch mal knappe 16 Millionen, hier noch mal knappe 8 Millionen. Also die Short-Positionen wurden massiv gegrillt, wirklich massiv gegrillt und deshalb Sage ich immer wieder, in so einer Marktphase ist es immer einfach sehr, sehr schwierig, weil wenn wir dann durch ein wichtiges Level nach oben brechen, dann haben wir immer dann die Möglichkeit, wirklich massiv ja, Short-Position oder auch Long-Position rauszuliquidieren. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, wir schauen uns noch die Bollinger-Bands an. Denn bei den Bollinger-Bands, die hatten wir uns auch letztes Mal angeguckt auf dem Tageschart und siehe da, ja, wir haben uns ja hier massiv. Zusammengezogen. Das letzte Mal, wo wir das hatten, war nach unserem Corona-Crash und vor unserem Corona-Crash. Also ist schon wieder ein paar Jährchen her. Und jetzt sehen wir genau das, ja, was sich hier bewahrheitet hat. Ich habe dann auch gesagt, Leute, ihr müsst damit rechnen, dass wir einen massiven Move kriegen. Ja, die Frage ist halt nur, in welche Richtung. Zum Glück hier positiv, hier oben rein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Heute, 14 Uhr, fetter Livestream, würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr alle am Start seid, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, teilt dieses Video, im Moment Füße stillhalten, ich würde eine Inflationszahlenbekanntgabe nicht traden, das ist 50-50, das ist komplettes Gambling, das machen wir nicht, deshalb würde ich sagen, hören wir uns später, haut rein, bis dann, euer Basti, ciao, ciao.